Man hat eine Stunde Zeit, so viel Eis zu essen, wie man will. In New York gibt es ein Eiscreme-Museum. Man kommt rein und muss sich so ein süßes Namensschild machen. Und an der Wand stehen keine normalen Namen. Nein, da steht irgendwie Katy Perry, Justin Freezer statt Justin Bieber. Das ist der erste Raum und das ist das erste Eis. Und ich habe gedacht, das ist Erdbeere oder Vanille. Aber nein, das ist Pfefferminz. Und natürlich habe ich noch ein zweites geholt, weil es ist gratis. Man kann so viel essen, wie man will. Wenn ihr wollt, könnt ihr 20 Stück davon essen. Aber ich wollte eine andere Sorte probieren. Deshalb sind wir die Treppe nach oben zu diesem Kühlschrank. Da gibt es so Wassereis. Ich wünschte, ich hätte eine größere Tasche mitgenommen. Ich hätte da so viel Eis reingemacht. Und im nächsten Raum gab es zwei Sorten. Einmal so Vanille und einmal Milky Way. Und ich habe Vanille genommen. Aber bevor ihr sauer werdet, ich habe natürlich beide Sorten probiert. Ich bin nochmal zurückgegangen und habe mir Milky Way geholt. Boah, das war so lecker. Das Eis war so cremig. Da war Schokolade drin, da war Karamell drin und die Brezel. Der Ausgang ist einfach eine Rutsche. Man muss da unten durchrutschen. So wii. Und dann kommt man da unten wieder raus, weil es geht weiter. Es gibt noch mehr Eis. Seht ihr das? Das ist Eis in der Waffel. Und ich habe mich so gefreut, weil ich bin 100% Team Eis in der Waffel.